Hallo da draußen, herzlich willkommen. Gestern Abend habe ich ein neues Final Video von der Challenge Tautropfen hochgeladen. Ja, und es ist gar kein neues angekündigt worden von mir, das habe ich total vergessen. Ja, und wir haben draußen Herbst und was liegt da nicht näher als eben einfach der goldene Herbst zu nehmen. Also definitiv bitte keine Schwarz-Weiß-Bilder. Macht Farbaufnahmen oder ja, auch von mir aus so stark entsättigte Bilder, wo man dann ja vielleicht auch wirklich so ein bisschen drauf achtet, dass die Herbstfarben mehr kommen und der Rest weniger, ist mir vollkommen egal. Ich möchte eure Bilder sehen. Ich werde auch mich bemühen, beim nächsten Video wie üblich nicht so lang zu werden pro eingesendetes Bild, aber ich glaube, es hilft jedem da draußen, wenn man mal so ein Bild hat, wo man sagt, hey, hier muss man einfach mehr erzählen, dann hat das nichts mit dem Fotografen zu tun, sondern weil natürlich die Masse der Zuschauer ja vielleicht auch eine Hilfestellung haben möchte. Im Übrigen, bitte tut mir einen Gefallen und schreibt wirklich alles, also auch die EXIF-Daten. Ich kann mir die jedes Mal raussuchen, aber bitte seid so gut. Kamera, Objektiv. Wenn es ein altes Objektiv ist, könnt ihr auch gerne mal einen Takt zu dem Objektiv schreiben. Also wenn ihr sagt, das ist ein Objektiv, was ich nicht oft benutze, aber das Bild ist halt damit gemacht und qualitativ kann ich nichts dazu sagen. Aber viele Leute interessiert das heute, gerade viele Anfänger, die vielleicht sagen, hey, das ist ein cooles Bild, mit was ist denn das aufgenommen worden, weil er dieselbe Kamera hat oder ja von der Brennweite her. Diese Dinge würde ich gerne wissen. Schreibt mir das wenigstens in die E-Mail mit rein, damit ich so Copy-Paste-mäßig einfach ein bisschen schneller bin, als wenn ich immer erst in die EXIF-Daten gucken muss und dann alles zusammen kopieren muss. Das ist ein bisschen aufwendig, macht mir es ein bisschen einfacher. Im Übrigen, wenn ihr bei YouTube habt ihr oft ein anderes Kürzel. Wenn ihr also gleichzeitig in YouTube mir immer wieder geschrieben habt, dann schreibt bitte mal euer Kürzel mit rein, weil ich kann ja das nicht mit eurem richtigen Namen zusammenbringen, dann weiß ich wenigstens so ein bisschen, ah, das ist der oder das ist die. Würde mir ein bisschen helfen. Also, goldener Herbst, ganz klar, das ist eher was in Farbe. Schwarz-Weiß fällt da wahrscheinlich doch gnadenlos raus bei dem Thema. Ihr habt Zeit. Ja, im Grunde bis Anfang November, so 3.4. November habt ihr vielleicht gestern auch gehört in einem anderen Video, was ich online gestellt habe, blende ich euch ein. Da bin ich in Straßburg, also definitiv erst wahrscheinlich am 6. bis 8. November werde ich dazu kommen, dieses Video dann zu erstellen. Also habt immer ein bisschen Geduld. Aber ich sag mal, Einsendeschluss ist also bis zum 3. November. Dann könnt ihr auch noch Halloween mit reinpacken, wenn ihr möchtet. Jeder nur ein Bild und als Format, wie gesagt, 3000 Pixel sollte die längste Seite haben. Hochformat ist bekanntermaßen etwas schlecht, aber hier sollte immer die breite Seite 3000 haben, also diese Breite, die Monitorbreite, dann ist es bei Hochformat länger, dann kann ich auch mal so drüber fahren im Programm und ja, Bilder werden natürlich gelöscht, wenn das rum ist, ich mache nichts mit den Bildern, ich mache manchmal ein bisschen was am Schnitt, Bildbearbeitung oder solche Tipps mache ich hier nicht. Sollte jemand sagen, hey Sven, ich habe hier ein Bild, damit komme ich nicht klar, dann könnt ihr mir gerne auch mal eine E-Mail schreiben und dann reden wir drüber und vielleicht mache ich dann wirklich mal so eine Entwicklung von einer RAW-Datei in einem Video, so wie ich das machen würde. Und ja, mal schauen, vielleicht ist das ja aber was Interessantes für ein Thema. Wobei ich nicht der super-duper Bildbearbeiter bin, aber könnte ja interessant sein für euch. Also ist auch eine Möglichkeit, das werde ich mal in meinem eigenen Video nochmal genau erzählen. Goldener Herbst, ihr wisst Bescheid, Rest alles unten in der Videobeschreibung. Ja, viel Spaß beim Fotografieren, ihr habt ja gut einen Monat Zeit jetzt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, euer Sven und tschüss.